Alright, wir haben hier Int Easy A Vegeta slash Goku. Und es ist, glaube ich, eine relativ gute Unit. Eine Namek Saga Unit, die richtig, richtig nice ist. Also hoffentlich. Ich habe hier nur Kit durchgelesen. Das ist natürlich das erste Mal, dass ich ihn hier ausprobiere. Er ist direkt. Hat er so viel Ki? Bro, what? Alright, ja, das sieht vielleicht auch ein bisschen zusammengewürfelt aus mit den Brolys. Aber es hat einen Grund. Nämlich hat der Goku, wenn ich ihn Goku exchange, hat er sehr gute Links mit den Brolys. Deswegen habe ich die Brolys noch mitgenommen. Und am Anfang hat Vegeta extrem gute Links mit dem. Wow, das ist das sind sehr, sehr gute Links. Holy moly. Alright. Wir machen das. Und schauen uns einfach mal an, was er so drückt. Er hat alle seine Buffs active, weil er bekommt Buffs, wenn er irgendwie über 70% ist, über 50% ist, über 30% ist. Alright, er wird gesupert, alles gut. Zum Beispiel, er bekommt Ki plus 4 und reduces damage received by 30%, when HP is 30% or more. Also wenn er über 30% ist, bekommt er 30% Damage Reduction, sehr, sehr nice, und 4 Ki. Dann bekommt er, wenn er über 50% ist, nochmal 4 Ki und ein Additional oder High Chance of Becoming Additional Super. Also ich glaube, es war 70%, ne? 70%, dass er einen Super macht. High Chance ist, glaube ich, 70%, ja. Dann über 70% ist nochmal Ki plus 4, also deswegen hat er so viel Ki. Leider haben wir ein bisschen Damage, 20 Millionen direkt. Damn, ja, Digga. LA, Easy Ace, das, die sind wirklich. Eieiei. Eieiei. Alright. Das sieht actually sehr gut aus gerade. Leider sind wir. Okay, wir sind noch leicht über 70% HP. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, das bleibt so. Okay, wir haben mit ihm 15 Millionen, sehr gut. Wir offrotieren die, damit die in Slot 3 bleiben. Und damit wir immer ein Namek-Saga. Ally haben, das werde ich gleich sagen, wieso. Das hat was mit Goku zu tun. Und er bekommt 4 Ki und nochmal ein Additional Attack. That is great chance to become a Super Attack. 70% Chance, dass. Oh, das ist überhaupt nicht gut. What the fuck? Damn. Oh, das sieht nicht gut. Ich glaube, wenn wir tot sind, egal, dann restarten wir einfach. Aber das sieht echt nicht gut aus. Ja, wenn die super sind, wie guckt. Okay, und wir sehen uns gleich wieder. Alright, wir sind back. Okay, okay, okay. Ja, ist halt. Oh, jetzt hat er natürlich sein Intro-Skill. Ja, er bekommt auf jeden Fall viele Buffs, wenn er über 70% ist. Er bekommt additional Attack and Defense when attacking. Also, das ist extrem nice. Und wenn HP unter 50% ist, oder er 5 Turns, oder wenn es das 5. Turn ist, dann kann er reviven. Und das ist einer der besten Revives-Abilities, die es gibt. Sehr, sehr, sehr gut. Er recovered, also besser, er healt 70% HP und Goku kommt raus. Oder besser, er wechselt zu Goku, weil Vegeta stirbt. Spoiler, Spoiler. Okay, das sieht. Oh, sieht das nach einer guten. Nee, das sieht nach nicht so einer guten Rotation aus, aber. Ja, egal. Wir worken damit. Oh, alles gut. Wir sehen uns wieder, wenn Goku und Vegeta wieder hier sind. Alright. Vegeta und Goku sind hier. Extrem, extrem gute Rotation. Einziger Link, den wir hier nicht haben, ist Legendary Power. Und sonst haben wir alle Links. Und das sieht extrem gut aus. Wir machen das. Er braucht keinen Ki. Er muss nur über 70% sein. Also ihr könnt euch einfach das merken bei Vegeta. Über 70% und ihr seid good to go. Sogar über 50% und ihr seid good to go. Ihr bekommt sowieso, wenn ihr unter 50% seid, den Revive direkt. Was extrem heftig ist. Okay, 5 Ki brauchen wir nur bei dem.
Und ich bin gespannt. Hoffentlich sterben wir nicht wieder. Das war eigentlich seine Schuld, dass wir gestorben sind. Deswegen, ja. Aber seine Attack-Set war extrem gut von Vegeta. Und ich bin sehr gespannt, was Goku für eine Attack-Set haben wird. Und stimmt, ich habe vergessen zu sagen, falls euch das hier interessiert und ihr weiter Bock habt, alles früh zu erfahren, die ganzen frühen Showcase von den ganzen Units, dann lasst gerne ein Abo und Like, da würde mich mega, mega freuen. Und ja, Vegeta sieht richtig fucking gut aus mit 20 Millionen wieder. Ja, über 70% sieht aus wie ein Beast. Und das Gute ist, er bekommt selbst, wenn ihr die ganze Zeit Full Life seid und ihr habt ein God-Team, ja, dann bekommt er nach 5 Turns, also oder bis am 5. Turn, nicht nach 5 Turns, bekommt er sein Revive. Crazy, crazy. Das ist, also ich finde das so gut. Holy moly. Alright, das der einzige Sterbepunkt oder Damage-Punkt, den ich hier habe, ist dieser Vegeta. Also bitte, werd nicht gesupert, dann ist alles gut. Ja. Na gut. Stimmt. Dann, ich glaube, ich werde Goku erst erklären, wenn wir Goku draußen haben. Ja. Würde ich, okay. Wir haben jetzt Turn 4. Also, im übernächsten Turn haben wir dann den Revive. Und dann sieht das Ganze schon relativ gut aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir in der nächsten Rotation sind. Nice, okay. Vegetas Intro nochmal mitgenommen. Wir machen dies, dies und eigentlich, warte, haben wir... Ja, genau, perfekt. Dieses Icon, habt ihr das gesehen? Das Herz-Icon heißt Revive. Wir haben Vegetas Revive, aber wir haben ein Problem. Er attackiert nicht in Slot 1. Okay, wir müssen ihn eigentlich in Slot 1 packen. Anders geht's nicht. Wir... Ah, okay. Der ist eigentlich zu gut, um zu sterben, merke ich gerade in dieser Challenge. No way. Oder? Oh, okay, okay. Perfect. Das ist perfekt. Bitte, ist das genug Damage überhaupt? Oh ja, perfekt. Oh, Digga, dieses Active Skill ist so gut, Alter, so fucking gut, ich liebe es. Oh mein fucking, und diese Unit, dass die Unit wieder gut ist, oh, ist das geil, oh man. Oh, so eine geile fucking Unit. Ah, wir machen dies und ja, die Brawlies sollten ihn komplett auseinanderpflücken, würde ich mal sagen. Wir machen falsch. Gut, wir machen das hier an. Dann machen wir seinen Active Skill. Und ja, also, da wir jetzt Goku draußen haben, erkläre ich mal natürlich Goku, wie er funktioniert und seine ganzen Sachen. Was ich auch vergessen habe, zu Vegeta zu sagen, mit seinem Super Attacks, er macht 50% Damage Buff und 30% Defense Buff mit Super Attack und seine Ultra Super Attack ist 30% Damage Buff und 30% Defense Buff mit Mega Colossal Damage. Aber ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Er stacked Attack. Also diese 50% Damage sind Attack Stacks. Und ja, weiß nicht wieso der Attack Stack bekommt, aber ja, ist okay. Und jetzt kommen wir zu Goku. Goku. 10 Ki und 200% Attack und Defense, das ist sehr nice. Wenn er super, bekommt er 159% Attack und Defense. Er bekommt einfach 30% Damage Reduction, was relativ nice ist. Er hat High Chance of Performing a Critical Hit.
Ich glaube, das ist 70%. Wenn ja, wenn das 70% sind, dann braucht er kein Crit. Also, come on. 70% Crit ist crazy gut. Und genau, wir haben hier jetzt Goku. Sehr, sehr nice. Wir können... Oh. Eigentlich müsste ich Goku offrotaten oder ich müsste... Oh, eigentlich hätte ich den Broly offrotaten müssen. No. Okay, da habe ich ein bisschen geschlafen. Wir machen das hier einfach mal. Und das hier auch. Goku ist kein Slot-One-Character. Deswegen Vegeta auch nicht. Aber ist ja... Ist überhaupt nicht schlimm. Denn das Team hat eigentlich einen guten Slot-One-Character. Und das Einzige, was Goku braucht, ist ein Namek-Saga-Category-Ally. Dann bekommt er 30% Damage Reduction, was natürlich sehr, sehr krass ist. Und er bekommt Guaranteed Crit. Ja, das ist sehr, sehr gut. Er bekommt noch 59% Attack und Ki plus 5, wenn ein Extreme Class Enemy da ist. Das haben wir jetzt gerade nicht. Trotzdem ist er einfach bei 18 Ki. Was eine Maschine. Was eine Maschine. Ich glaube, Goku wird komplett rasieren. Okay, wir machen das. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das sind jetzt nicht die besten Links mit Goku. Aber was soll's. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss die Brolys eigentlich offrotaten, damit die mit Goku linken. Deswegen habe ich die extra mitgenommen. Und okay, natürlich, Vegeta, ja. Ich weiß, du bist auch immer noch krass, ja. Ist gut, ja, guaranteed, okay, Crit, ja, okay, additional, 14 Millionen, okay. Ja, ja, ich take meinen Zip. Okay. Nochmal, okay, Vegeta. Okay, bitte lass mal Goku supern. Das wäre nett. Und er wird gesupert, Vegeta, ach man. Das ist schade, das ist schade. Ich hätte gerne gesehen, wie Goku gesupert wird, aber was auch immer. Schade, aber ist okay. 18 Millionen, okay. Weniger als Vegeta sogar. Er bekommt viel mehr Attack-Stat, wenn das ein Extreme Enemy wäre. Boah, die Animation ist auch so geil, Bro. Dieser Goku, ich liebe diesen Goku, Junge. Holy moly. Okay, Piccolo finisht ihn komplett weg. Sehr, sehr nice. Also, ja. Extrem guter Charakter. Ich versuche nochmal, das hier so zu machen. Boom. Und ihn oft zu rotaten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir wieder in der Rotation mit Goku sind. Alright, wir sind hier wieder mit der Goku... Oh no, oh Mann, ey. Oh, why? Ich verstehe es immer noch nicht mit diesem Vegeta Full Orb Change. Das macht gar keinen Sinn. Aber ja, was auch immer. Er muss nicht mal auf 24 Key kommen. Deswegen machen wir das und das und dann sollte das eigentlich passen. Und ja, also ich denke, Goku ist komplett busted. Das Ding ist, ich möchte nur sehen, wie er gegen krasse Supers ankommt. Ich denke, er wird ganz gut sein. Er hat 60% Damage Reduction. Natürlich, also vorausgesetzt, ihr spielt ihn in Slot 2 oder 3. Er ist nicht gut genug in Slot 1. Oder der ist auch nicht dafür gebildet, in Slot 1 zu sein. Weil er seine ganzen Defense und so bei seinen Supers bekommt. Und ich habe noch gar nicht über seine Super Tags geredet, denn sein Super Tag Ki Blast Cannon Extreme bekommt er ein Attack Raise 50% und Defense für einen Turn. Das heißt, er stackt Attack. Nein, ich habe nicht gesehen, was für ein Attack Set er hat. Oh mein, okay. Das sah auf jeden Fall nach einer guten Attack Set aus. Schade. Alright, ich habe nicht gesehen. Na. Ihr habt es selber gesehen, sollte relativ hoch gewesen sein. Aber es sollte jede Attack eigentlich immer höher werden, also jeden Turn. Und sein Ultra Super Attack macht Attack und Defense für 3 Turns, 50% für beide, also 50% Attack Buff und 50% Defense Buff. Also wie gesagt, er bekommt alle seine Sachen, wenn er seine Super Attacks macht.
Ja, alright, natürlich Vegeta, super machst du das, genau. Wunderbar. Okay, seine OST ist wirklich crazy geil. Ich würde sagen, wir machen noch eine Rotation mit dem neuen Goku, mit dem neuen Goku EZA, besser gesagt. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Alright, das ist hier die letzte Stage sogar. Wahrscheinlich wird er wieder nicht gesupert, das heißt, wir können nicht wirklich sehen, wie gut er tankt. Er hat 340.000, oder besser 349.000 Defense, was ganz okay aussieht. Wir poppen mal das hier, warum nicht? Und was wird eh die letzte Rotation, also why not? Und ja, das ist EZA Int Vegeta, der sich in Goku Exchange mit dem Revive. Und ich denke, er ist eine extrem, extrem gute Unit. Extrem gute Revive-Unit. Vor allem für das Namek-Saga-Team extrem, extrem stark. Dann würde ich sagen, war es das mit dem kleinen Showcase hier. Und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und tschüss.